Ein riesiger weißer Eispanzer am Ende der Welt. Die Antarktis. Fantastisch schön und unerbittlich. Weite Teile des Kontinents sind noch völlig unentdeckt. Dabei könnten gerade hier Antworten auf eines der großen ungelösten Rätsel der Erde verborgen sein. Wie funktioniert unser Klimasystem? In einer Expedition auf den höchsten Berg des Kontinents, den Mount Vinson, versuchen Wissenschaftler auf abenteuerlichen Wegen, den Zusammenhang von Eis und Klima zu entschlüsseln. Denn Eisbohrungen in Grönland lassen die Forscher vermuten, wenn sich das Klima am Südpol ändert, dann hat dies direkte Auswirkungen bis hinauf zur nördlichen Halbkugel und umgekehrt. Was wird passieren, wenn der Treibhauseffekt die enormen Gletscher zum Schmelzen bringt? Arktis und Antarktis sind völlig verschiedene Welten. In der Antarktis haben wir einen Kontinent und darauf ist ein Eiskuchen gebackt. 4000 Meter dick in der Mitte. Das meiste Süßwasser ist dort konzentriert. In der Arktis hingegen haben wir es mit einem Ozean zu tun und darauf liegt eine Eisschichte. Im Grunde sind es Millionen von Eisplatten, die wie eine Patchwerkdecke zusammengepackt sind. Nur Grönland hat eine Sondersituation. Die größte Insel der Welt ist wie die Antarktis mit Eis bedeckt. Nun, beide diese Zonen haben einen wesentlichen Einfluss auf unser Klima, über die Meeresströmungen, die dort ihre Motoren haben. Nun verfolgen wir zwei Expeditionen in Grönland und vor allem in der Antarktis, die versuchen, hinter die schnelle Veränderung unseres Klimas zu kommen. Denn diese Veränderung hat auch in der Arktis und in der Antarktis ihren Ursprung. Schon der Flug in die Antarktis ist ein Abenteuer. Jede Reise in den eisigen Kontinent verlangt Geld, Planung und schweres Gerät. Ist die Station Patriot Hills, knapp 1000 Kilometer vom Südpol entfernt. Die Landebahn liegt auf dem puren Eis. Mit Spiegeln, die das Licht reflektieren, wird das Flugzeug nach unten geleitet. Ankunft im antarktischen Sommer. Es ist kalt, sehr kalt. Konrad Enker klettert aus dem Bauch der schweren Herkulesmaschine. Er wird die Expedition leiten. Auch Bestsellerautor John Krakauer ist dabei, einer der erfahrensten Bergsteiger der Welt. Ihr Ziel ist der Gipfel des Mount Vinson, des höchsten Bergs der Antarktis. Dort oben wollen die Forscher die Jahresschichten von Schnee und Eis vermessen. Kein Mensch hat das Massiv je von Osten bestiegen. Die Station Patriot Hills besteht gerade mal aus ein paar schweren Schneeraupen, einem Funkgerät, drei kleinen Flugzeugen. Im Zelt noch vereint Touristen, Abenteurer, Wissenschaftler, jeder mit einem anderen Ziel. Im Umkreis von 600 Meilen sind wir an diesem Weihnachtsabend die einzigen Menschen. Ich möchte mein Glas erheben auf alle, die weiterfliegen möchten. Das Wetter wird sein, wie es ist. Je entspannter wir die Sache angehen, desto früher werden wir fliegen. Merry Christmas! Eine letzte Besprechung mit den beiden Piloten, die das Bergsteigerteam zu ihrem Basislager fliegen werden. Noch nie ist ein Flugzeug auf der Ostseite der Ellsworth Mountains gelandet. Die Karten für das unerschlossene Gebiet sind veraltet. Niemand weiß, wie der eisige Untergrund beschaffen ist. Vollgepackt mit Lebensmittelrationen, Kletterausrüstung und wissenschaftlichen Geräten geht es in einer kleinen Twin Otter weiter. Noch tiefer hinein ins ewige Eis. Die Antarktis ist ein Ort der Superlative. Der einsamste, der kälteste, der trockenste Kontinent dieser Erde.
erst 1820 entdeckt, fast halb so groß wie Afrika. 25 Milliarden Tonnen Eis, siebenmal mehr als auf der ganzen nördlichen Halbkugel. Fast 90% aller Eisvorräte der Erde sind über den Gesteinen des antarktischen Kontinents zu einem gigantischen Eispanzer zusammengepresst. An seiner dicksten Stelle über 4000 Meter stark. Die Temperaturen am geografischen Südpol im Durchschnitt 50 Grad minus. Selbst im Sommer sind es hier am Pol noch 20 Grad unter Null. Nach 350 Kilometern Flug über gefrorenes Niemandsland werden die Männer abgesetzt. Von nun an sind sie völlig auf sich allein gestellt. 70 Kilometer unbekanntes Gletschergebiet liegen vor ihnen. Ihr Basiscamp bauen sie am Fuße des Mount Vinson auf, dem Gipfel der Ellsworth Mountains im westlichen Teil des Kontinents. Die enormen Eismassen der Antarktis, das ist bekannt, spielen eine bedeutende Rolle für den Rhythmus der Eiszeiten. An verschiedenen Stellen des Kontinents suchen die Wissenschaftler deshalb nach Spuren der Vergangenheit. Vor 36 Millionen Jahren hat sich hier das erste Eis gebildet. Wie Inseln ragen die Bergketten heute aus den Eismassen hervor und zwingen das Eis, als Gletscher zwischen ihnen zum Meer abzufließen. Wenn es hier in der Antarktis wärmer wird, dann kann dies einen entscheidenden Einfluss auf die Temperaturen der Nordhalbkugel haben. Vor 15.000 Jahren zum Beispiel, das haben Bremer Wissenschaftler nachgewiesen, schmolz das Eis und die antarktische Meereiskante zog sich nach Süden zurück. Dadurch wurden Meeresströmungen in Gang gesetzt, die über die ganze Erdkugel Wärme transportierten, bis nach Grönland. Die Antarktis, so das überraschende Ergebnis, war damals der Anlasser einer gigantischen Wärmepumpe. Und heute? Hier im Westen des Kontinents vor Südamerika ist das Klima in letzter Zeit deutlich wärmer geworden. Die Temperaturen sind um 2,5 Grad gestiegen. Augenfälligstes Zeichen: spektakuläre Schelfeisabbrüche. Ist die Wärmepumpe bereits wieder angesprungen? Dagegen spricht, dass es in der Antarktis insgesamt eher kühler geworden ist. Also doch nur die Vorboten eines regionalen Klimawechsels? Oder sind hier schon Auswirkungen eines weltweiten Treibhauseffekts zu beobachten? Kann es überhaupt ganz abrupte Temperatursprünge geben? Das Aus für viele Lebewesen? Fragen, auf die es noch keine klaren Antworten gibt. An den verschiedensten Stellen des Kontinents wird deswegen gemessen und gerechnet, eine Eisbilanz versucht, auch an den Steilhängen des Mount Vinson. Wir wollen wissen, ob die Gletscher wachsen oder schrumpfen. Und dazu untersuchen wir, um wie viel das Eis jährlich wächst, wie viel davon in den Gletscher fließt und wie viel verloren geht. Um zu erfahren, wie viel Schnee Jahr für Jahr dazukommt, müssen Dan und Conrad in der Vergangenheit graben. 2 Meter tief ist das Schneeloch, das sie dafür ausheben. Sie legen eine Plane darüber. Licht fällt durch die Seitenwände. Wir haben zumindest einige Schichten, die wie Jahresschichten aussehen. Abwechselnd helle und dunkle Schichten. Der helle ist lockerer, der dunkle dichterer Schnee. Wir messen jetzt die Dichte. Die Probe füllt genau das Kästchen. 100 Kubikzentimeter. Wir schütten es in ein kleines Säckchen und wiegen es. Und genau das Gleiche machen wir jetzt für jede dieser messbaren Schichten. 32 Gramm. 8 Schichten sind zu erkennen. Sie sehen aus wie die Jahresringe einer Baumscheibe. Das Ergebnis der Messungen, nur 23 cm Schnee kommen hier jährlich zusammen. Gerade mal 5 cm Niederschlag pro Jahr. Verhältnisse wie in einer Wüste. Und tatsächlich, trotz der riesigen Süßwasservorkommen, die im Eis versteckt liegen, ist die Antarktis eine der größten Wüsten der Erde. Der Schnee, der hier in geringen Mengen fällt, ist extrem fein und trocken.
Er wird verweht oder er lagert sich ab. Für Tausende von Jahren. Er schmilzt nicht, er verdunstet nicht, sondern wird unter dem Gewicht der nächsten Schichten zusammengepresst. Jahr um Jahr, Schicht um Schicht. Ein gigantisches Klimaarchiv. Und damit ein Forscherparadies, jedenfalls im antarktischen Sommer. Wie bereits die Männer der Vinson-Expedition treffen ab Dezember Hunderte von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ein. Amerikaner und Russen, Japaner und Australier arbeiten seit Jahren an aufwendigen Eisbohrprojekten. Auch die Europäer sind mit eigenen Stationen vertreten. Die Neumeier-Station an der Atlantikküste ist das Hauptquartier der Deutschen. Die meisten kommen vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Sie haben nur wenige Wochen, um Nachschub und Geräte heranzuschaffen und Datenmaterial zu sammeln. Dann bricht der dunkle und eisige Polarwinter wieder herein. Der dritte Tag am Mount Vinson. Es geht immer steiler bergan. Und immer wieder sucht das Team nach der einfachsten und sichersten Route auf den 5140 Meter hohen Gipfel. Dave Hahn führt die Gruppe im Gelände. Er ist Antarktis-Bergführer, spezialisiert auf Gletschertouren. Er hat den Vinson öfter als jeder andere bestiegen, 19 Mal. Allerdings auf der traditionellen Strecke von Westen her. Dort kennt er die Gefahren, hier noch nicht. Wenn das Gefälle groß ist, brechen die Gletscher auf und werden zu Eisfällen, die riesige Eisquader übereinander schieben, groß wie Einfamilienhäuser. Die Gletscherforscher lesen daran ab, wie sich das Eis bewegt. Es fließt. Riesige Risse, Gletscherspalten tun sich auf. Die meisten liegen verborgen unter einer dünnen Schneeschicht. Die Gruppe ist nicht angeseilt. Plötzlich bricht Daves Skistock ein. Während die anderen weitergehen, bleibt Dave unschlüssig stehen. Geräte und Kletterausrüstung sind wesentlich schwerer, als sie angenommen hatten. Es ist unmöglich, alles auf einmal zu schleppen. Sie müssen jeden Weg zweimal gehen. Aufsteigen bis zum nächsten Camp, abladen und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Am nächsten Tag packen sie den Rest zusammen. Alles dauert doppelt so lang. Und das Gepäck hat es in sich. Trockennahrung und Konserven. Tofu und Falafel, Hummus und Mozzarella. Conrad, the chef. The great gray, green, greasy guap. Well, the theory here is that it all gets mixed up anyway. So what's in this, Conrad? I saw you throwing stuff mad. Die Forscher scherzen über ihre Menüs, aber die sind sorgfältig ausgewählt. Besonders viele Kalorien bei geringem Volumen. Unerlässlich wegen der extremen Kälte und der enormen Anstrengung. An jeder Zwischenstation werden die Schneeprofilmessungen fortgesetzt. Daten für die Eisbilanz. Hier ist der Übergang von Schnee zu Eis zu erkennen. Das Klimageschehen ist wie ein großes Puzzle. Allerdings ist das Bild, das dabei herauskommen wird, noch völlig unbekannt. Und so wissen die Forscher auch nicht, welche Teile noch fehlen und welche sie noch finden werden im Datenmaterial der vielen internationalen Forschungsprojekte in der Antarktis. Auch die Ergebnisse der Messungen am Mount Vinson sind Teile des Puzzles. Hier oben mit den Schneelöchern der Bergsteiger sind die Eisschichten der letzten Jahre noch mit bloßem Auge zu erkennen. Ganz unten, in der Tiefe des Eispanzers hingegen, sind sie zu millimeterdünnen Spuren zusammengepresst im Eis, das vor Abertausenden von Jahren entstanden ist.
Die Tiefbohrspezialisten in den Bohrstationen finden gerade hier unten die überraschendsten Ergebnisse. Um an die eingefrorenen Daten heranzukommen, werden mit speziell entwickelten Hohlbohrern lange Eisstangen aus der Tiefe geholt. Es ist ein aufwendiges und sehr teures Verfahren, doch es lohnt sich. Das eisige Klimaarchiv enthält eine Fülle von Informationen. Die Konzentration der Treibhausgase vor 10 oder 100.000 Jahren, den Staubgehalt der Luft, selbst die Temperaturen der Vergangenheit. Zwei Regionen der Erde sind mit ihren Eisschilden für derartige Bohrungen wie geschaffen. Die Antarktis im Süden und Grönland hier im Norden. Sie sind verbunden durch die Meeresströmungen im Atlantik, die man sich wie eine riesige Umwälzpumpe vorstellen kann, die Wärme zwischen den Polen transportiert. Die Pumpe treibt Meeresströmungen an, die von der Antarktis in Richtung Norden bis nach Grönland fließen. Beim Überqueren der tropischen Breiten werden sie mit enormen Mengen Wärme angereichert. Und der Salzgehalt nimmt durch Verdunstung zu. Auf dem Weg nach Grönland gibt die Strömung ihre Wärme an die Atmosphäre ab. So entstehen die gemäßigten Temperaturen in Nordeuropa. Das abgekühlte, aber immer noch salzhaltige Wasser hat jetzt hier vor Grönland eine so hohe Dichte, dass es gleich einem Wasserfall in die Tiefe rauscht und wieder zurück in den Süden transportiert wird. Ein deutscher Forscher, der im ewigen Eis nach Erklärungen für das Klimageschehen sucht, ist Heinz Miller. Der Geophysiker ist seit vielen Jahren zwischen dem nördlichen und dem südlichen Polargebiet unterwegs. Heute beginnt die letzte Etappe eines seiner großen Projekte. Noch einmal organisiert er Nachschub für das Eiskern-Tiefbohrprojekt North Grip im Innern Grönlands. Der Treibstoffvorrat muss für die nächsten 2 Monate reichen. Vor dem Abflug ins Landesinnere erkundet der Klimaforscher noch einmal die Küstenregion. Nur 10 Kilometer hinter der Küste fängt das grönländische Inlandeis an, das aus 3000 Metern Höhe herunterfließt. Grönland bietet den Eisforschern einen großen Vorteil. Es ist viel feuchter als die Antarktis. Die einzelnen Eisschichten sind dicker und bieten mehr Material, sodass jede Jahresschicht genauer untersucht werden kann. Also wenn man hier in diesem lockeren Eis, was schon ein bisschen durch Auftauprozesse eben aufgelockert ist, ein bisschen erwühlt, findet man wunderbare, sehr große, einzelne Eiskristalle. Die sind zwar außen unregelmäßig geformt, aber sie sind glasklar. Und wenn man durchschaut, glitzert es fast wie ein Diamant. Und wenn man sich vorstellt, dass dieses Eis mal gebildet worden ist, beispielsweise in einem Wintersturm, im Innern von Grönland, wo der Wind mit hohen Geschwindigkeiten drüber fegt und die Schneeflocken zermahlt. Und in dem Eis sind also die Luftblasen, und die man hier auch noch so ein bisschen sehen kann. Und da steckt die Atmosphäre der Vergangenheit drinnen. Es ist der Schnee von vorgestern, der Hinweise liefern kann auf das Klima von morgen. Denn die Forschungen zeigen eindeutig, das Klima hat sich auch ohne menschliches Zutun immer wieder verändert. In langen Zyklen von Kalt- und Warmzeiten, aber immer wieder auch ganz abrupt. Einen solchen Klimaschock müssen auch die Wikinger erfahren haben, lange nach der letzten Eiszeit. Die Spuren ihrer Zivilisation in der grönländischen Landschaft erzählen ihre Geschichte. In Walsee zum Beispiel wurde eine verlassene Wikinger-Siedlung gefunden, begraben unter dem Schwemmsand einer Gletscherzunge. Von einem Tag auf den anderen endeten alle Aufzeichnungen. Der plötzliche Temperatursturz Anfang des 14. Jahrhunderts um mehrere Grad hatte aus dem Grönland der Wikinger ein Eisland gemacht. Ob die Nordmannen erfroren oder verhungert sind oder rechtzeitig geflüchtet, man weiß es nicht. So wenig wie man weiß, was diesen Klimaumschwung ausgelöst hat. Spielten die Meeresströmungen eine Rolle? War die Wärmepumpe ins Stottern geraten? Auf unserer Erde hat es immer wieder radikale Klimaveränderungen gegeben. Sehr schnelle Klimawechsel. Allein das Verschwinden der Wikinger aus Grönland ist ein Beweis dafür, dass es innerhalb von wenigen Jahren
eine Situation gab, die es nicht mehr erlaubt hat, in diesen Gegenden zu bleiben. Und eine solche Situation könnte uns wieder bevorstehen. Man muss nur daran denken, dass in den extremen Lagen an der Arktis, an der Südspitze Südamerikas oder auch in der Arktis und in der Umgebung ganz wenige Grade Temperaturunterschied reichen, um die Welt völlig zu verändern. In Grönland hat es dieses Szenario eines plötzlichen Klimasprungs schon öfter gegeben. Ungefähr 20 Mal während der letzten Eiszeit. Jedes Mal, so haben Eisproben gezeigt, stiegen die Temperaturen abrupt an. Innerhalb von nur 40 Jahren um bis zu 10 Grad. Um danach wieder langsam abzusinken. Inzwischen wurde dieses Phänomen auch anderswo nachgewiesen. Die plötzlichen Klimawechsel gab es also höchstwahrscheinlich weltweit. Die Klimaforscher waren überrascht. Die Wissenschaft wusste, Eis- und Warmzeiten sind abhängig vom Stand der Erdachse und dem Winkel der Sonneneinstrahlung. Und die schwanken in festen, aber langfristigen Zyklen über Zehntausende, Hunderttausende von Jahren. Die plötzlichen Klimawechsel ließen sich aber damit nicht erklären. Wo lagen die Ursachen? Eine Spur führte zu den Ozeanen und ihrer gigantischen Wärmepumpe. Heinz Miller und das dänisch-internationale Forscherteam erhoffen sich genauere Antworten von ihrer grönländischen Tiefbohrung. Wir möchten nämlich Eis der letzten Warmzeit, des sogenannten EM-Interglazials, erbohren. Und wir stehen hier an dieser Bohrung jetzt ganz kurz davor. Wahrscheinlich in 2 oder 3 Meter. Wenn wir weitergebohrt haben, werden wir dieses EM-zeitliche Eis, was also etwas mehr als 100.000 Jahre alt sein wird, erbohren. Und dann werden wir feststellen können, an diesem EM-zeitlichen Eis, ob diese vergangene Warmzeit, die insgesamt etwa 2 Grad wärmer war als die, in der wir jetzt leben, auch so klimatisch stabil gewesen ist wie die jetzige Warmzeit oder ob das vielleicht eine Warmzeit war, in der wir auch Rapid Climate Change gehabt haben. Und es ist natürlich jetzt ungeheuer spannend, wo wir so kurz vor unserem eigentlichen Bohrziel stehen. Erstens, werden wir es schaffen, die letzten 100 Meter in 3000 Meter Tiefe noch zu bohren? Und was wird das Eis, das wir dann erbohren, uns erzählen über das Klima der Vergangenheit? Mit Heinz Millers Daten erstellen Klimaforscher weltweit Klimamodelle. Angenommen, die Temperaturen steigen weiter und Grönlands Gletscher schmelzen. Das Schmelzwasser ist süß und setzt den Salzgehalt im Nordatlantik herab. Das führt dazu, dass die ankommende Strömung nicht mehr in die Tiefe sinkt. Die große Wärmepumpe kommt zum Erliegen. In Nordeuropa würde es bitterkalt. Doch was geschieht dann mit dem Anlasser dieser weltumspannenden Wärmepumpe in der Antarktis? Auch die Männer der Vinson-Expedition suchen nach Spuren der Klimageschichte. Eine Woche sind sie bereits unterwegs. An diesem Tag ist die Sicht schlecht im diffusen Licht des sogenannten Whiteout. Es ist wie das Innere eines Tischtennisballs oder das Innere einer Milchflasche. Es gibt hier keinen Horizont und keinen Kontrast. Das Einzige, was wir vor uns sehen, ist die Felswand. Aber dazwischen ist es einfach nur weiß. Entfernungen oder Gletscherspalten, du kannst überhaupt nichts mehr abschätzen. Dann klart das Wetter doch auf. Vor ihnen liegt ein 1000 Meter hoher Hang. Aus der Ferne sieht er fast harmlos aus. Aber er wird sie noch stärker herausfordern als die ganze Strecke, die sie schon hinter sich gelassen haben. Die Männer haben nur 2 Möglichkeiten. Mitten durch die Gletscherspalten hindurch, unter riesigen Eisblöcken, die jederzeit abbrechen können. Oder den direkten Weg, der extrem steil ist und technisch äußerst anspruchsvoll. Die weniger Erfahrenen unter ihnen, wie das Filmteam, werden dies nicht schaffen. Sie müssen sich trennen. Eine schwere Entscheidung. Der Mount Everest erprobte John Krakauer wagt mit Dan Stone den direkten Weg. Krakauer dokumentiert die gefährliche Besteigung mit einer kleinen Kamera. Well, we got a ways to go. Really? Yeah.
halfway maybe. Die extreme Steilheit und das Gewicht der schweren Rucksäcke fordern all ihre Kraft. Dennoch vertrauen sie lieber ihrem eigenen Können und ihrer Erfahrung als einem unbekannten Gletscher, der jeden Augenblick einen tonnenschweren Eisblock auf sie werfen könnte. In 4200 Meter Höhe haben sie das Plateau sicher erreicht. Der Rest der Gruppe hat beschlossen, den weniger steilen Anstieg zu nehmen. An den Spalten, vorbei, aber angeseilt, falls es einen von ihnen erwischt. Prompt bricht Konrads Stock in eine Gletscherspalte ein. Aber dann kommen auch sie mitsamt dem Filmteam sicher im höchsten Camp an, wo sie von der Vorhut bereits erwartet werden. Big time, you guys. Good going. All right. Thanks for carrying all that stuff. Und wieder gräbt Dan ein Loch. Es ist die höchste Schneeprofilmessung auf der Tour. Aus dem Aufbau der Gletscher hoffen die Wissenschaftler zu erfahren, wie die antarktische Meereiskante ihre Position verändert. Denn davon hängt es ab, ob es bestimmte Ozeanströmungen überhaupt gibt und ob sie stark genug sind, um den Äquator zu überqueren und von dort den hohen Norden zu erreichen. Ich habe die Antarktis durchquert und wenige Jahre später auch Grönland der Länge nach. Und interessanterweise habe ich ähnliche Klimaverhältnisse vorgefunden. Mehr Niederschläge als früher, schlechtes Wetter, häufig. Und es war wärmer als vor 100 Jahren, als man die Pole erschlossen hat. Und obwohl diese beiden Zonen 16.000 Kilometer voneinander entfernt sind, haben sie offensichtlich heute ähnliche Klimaverhältnisse. Mich interessiert nun, was die Hintergründe sind. Das schnell sich ändernde Weltklima hat hier den Ursprung. Und die Wissenschaftler gehen gerade diesen Fragen nach. Kangerlussuaq, in der Sprache der Inuit, langer Fjord. Eine Siedlung im milden Südwesten Grönlands, ehemaliger Militärflughafen der Amerikaner. Heute treffen sich hier vor allem Touristen und Wissenschaftler. Heinz Miller ist bei den letzten Vorbereitungen im Basislager. Vor dem Weiterflug zur Bohrstation in der Mitte des grönländischen Eisschildes. Er begleitet eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern und Mechanikern, die ihre Kollegen im Eis ablösen werden. That's fine. We are taking the box apart to get all the parts ready for you. Over. Über Funk halten sie Kontakt zum Bohrmeister in North Grip. Der Bohrer ist kaputt. Das Ersatzteil wird dringend benötigt. Sie sollen es mitbringen. Der Bohrmeister sorgt sich, ob er den Zeitplan für das kostspielige Bohrprojekt einhalten kann. Endlich kann es losgehen. Die Maschine ist nicht für komfortable Ferienflüge gedacht. Im Bauch der Herkules wird querbeet alles transportiert. Wissenschaftler, Benzinvorräte, Instrumente, Gepäck. Seit 5 Jahren bohren die Forscher ins kilometertiefe Eis. Wird diese letzte Etappe ihrer Arbeit die Antworten bringen, die sie sich erhoffen? Zwei Stunden dauert der Flug hinein ins ewige Eis der Nordhalbkugel. Schon 10-mal war Heinz Miller auf Grönland. Wir sehen unter uns das Weiß des Inlandeises, das hier noch durchbrochen ist von wunderschönen größeren und kleineren blauen Seen. Hier sammelt sich das Schmelzwasser an, was am Rand des Inlandeises im Sommer eben sich bildet.
Wenn wir ein Stückchen weiter geflogen sein werden, verschwinden diese Seen und unter uns wird sich dann der weiße Boden erstrecken, sodass wir auch fast keinen Horizont mehr erkennen können. Das North Rib Camp liegt in 3000 Metern Höhe. Die Station ist nur im Hochsommer besetzt. Rund 30 Wissenschaftler arbeiten dann hier. Mit dem Versorgungsflugzeug kommt Nachschub, Nahrung, Benzin, Ersatzteile. Von allem nur das Nötigste. Also, hier sehen wir das Camp. Es ist weit verstreut, die einzelnen Gebäude, damit die Schnee trifft, die Gebäude nicht zu rasch zudeckt. Und man geht dann eben von einem Gebäude zum anderen, sieht immer wieder frische Luft, auch wenn man sonst unten beim Boden ist, mehrere Stunden, und dann kommt man heraus und kann also das Weiß bis zum Horizont sehen. Und das fasziniert uns natürlich ungeheuerlich. Gefällt uns gut hier oben. Gleich nach der Ankunft geht es an die Arbeit, denn die Zeit in den wenigen Sommerwochen ist knapp. Das Herzstück der Station liegt unter Tage, Labor und Bohrraum. Hier ist fast alles aus Eis, die Wände, selbst die Regale. Die Wissenschaftler kommen aus ganz Europa. Bei klirrender Kälte arbeiten sie in 3 Schichten, 24 Stunden am Tag. Frank Wilhelms, der Bohrmeister, wartet bereits auf das Ersatzteil. Der Physiker hat Teile des Bohrers mitkonstruiert. Das zierliche Hightech-Gerät ist eine Spezialanfertigung für das europäische Eisbohrprojekt EPICA und wird in der Antarktis und in Grönland eingesetzt. Die Rillen haben eine wichtige Aufgabe. Sie sollen verhindern, dass der Bohrer verkantet und stecken bleibt. Der Schacht wird geöffnet und der Bohrer in Position gebracht. Er hängt an einem 3,5 Kilometer langen Stahlseil. Mit Hilfe eines Motors im Bohrkopf arbeitet sich der Bohrer selbst voran. Die Bohrung ist jetzt 2983 Meter tief. Und wir müssten eigentlich noch etwa 100 Meter weiter bohren, bis wir den Felsuntergrund erreicht haben und das ganz alte Eis. 3 Meter weiter, dann ist der Hohlbohrer voll. Das ist immer ein großer Augenblick. Mit jedem Meter Eis fördert er einen Schatz zutage. Ein Petroleumgemisch hält das Bohrloch offen und widersteht dem ungeheuren Druck in der Tiefe. Seit 5 Jahren wird gebohrt. Jetzt ist es endlich geschafft. Das Eis der Ehmzeit ist erreicht. Eine Zeitreise von 100.000 Jahren an den Beginn der letzten Eiszeit. Also hier haben wir dann so einen Eiskern aus großer Tiefe. Der ist jetzt an 2 Stellen gebrochen, aber die Stellen passen sehr gut aneinander, sodass man also immer klar weiß, wo oben und unten ist und auch sehen kann, dass der Kern vollständig erhalten ist. Bei dem Eis selber kann man sein Alter nicht unbedingt ansehen, aber hier erkennen wir, weil wir keine Luftblasen innen sehen, dass es aus großer Tiefe kommt. Und dieses Eis wird etwa hier, sag ich mal, 105.000 Jahre alt sein. Über die Schotterpiste von Kangerlussuaq werden die Eisproben ins Kühlhaus transportiert. Sorgfältig in spezielle Container verpackt, wird der Eisschatz später die Reise in die Labors nach Dänemark und Deutschland antreten. Die Wissenschaftler sind zufrieden. Erste Proben haben bereits gezeigt, der enorme Aufwand hat sich gelohnt. Zurück am Mount Vinson. Vor den Bergsteigern liegt schon der Gipfel. Aber ein Blick in den Himmel verheißt nichts Gutes. Oben blasen Hurricane-ähnliche Winde. Sie wirbeln große Mengen Schnee umher. Dann erfassen die Winde auch die Bergsteiger weiter unten. In beißender Kälte versuchen die Männer, ihre überlebenswichtige Ausrüstung zu sichern.
So schnell der Sturm hereingebrochen war, so schnell ist er auch wieder vorbei. Doch um zum Gipfel aufzubrechen, ist es zu spät. Noch ein Tag in der antarktischen Schneewüste. Die grönländischen Bohrkerne haben Bremerhaven erreicht. Hier im weltweit anerkannten Alfred-Wegener-Institut finden die Forscher das am besten ausgerüstete Eislabor Europas. Auf den ersten Blick sehen die vorgeschnittenen Teilstücke alle gleich aus. Ihr Geheimnis offenbart sich erst nach aufwendigen Analysen. Zunächst wird jeder einzelne Eisbohrkern nach einem immer gleichen, exakt vorgegebenen Plan zerlegt. Hier sieht man im Übrigen diesen Sägeplan. Also diese Eiskerne haben etwa 98 mm Durchmesser und entlang dieser Linien werden diese Kerne zerschnitten und für ganz bestimmte Analysen eingesetzt. Präzisionsarbeit. Nichts für Ungeduldige. Man muss sich vorstellen, man muss 3 Kilometer langen Eiskern, der muss in kleine Stücke zersägt werden. Das ist keine furchtbar aufregende Arbeit, das ist manchmal sogar stumpfsinnig. Und die Schwierigkeit dabei ist die, dass man über die ganze Strecke dieser 3 Kilometer immer gleich sorgfältig arbeitet und nicht aus Versehen meinetwegen ein Stück dieses Eiskerns mal rumdreht und dadurch die ganze Sequenz zerstört. Wenn der Kern dann aufgeschnitten ist, kommt er hier drüben in ein Gerät, wo man mit Durchlicht sehr schön die Luftblasenstruktur des Eises sieht und das wird auch aufgezeichnet. Später wird die Luft aus den Blasen herausgeholt und die Wissenschaftler analysieren, welche und wie viele Treibhausgase enthalten sind. Methan beispielsweise hilft, das Alter des Eises genauer zu bestimmen. Über das Verhältnis der Sauerstoffisotopen können sogar die Temperaturen ermittelt werden, die damals geherrscht haben. Für die chemische Analyse aber muss der Eisbohrkern erst noch sorgfältig abgeschliffen werden. Jeder Transport, jedes Anfassen hat auf dem uralten Eis Spuren hinterlassen, die die Messergebnisse verfälschen könnten. Insgesamt 6000 Meter Eis aus verschiedenen Bohrstationen werden akribisch geschnitten, beschliffen, bearbeitet und nummeriert. Und das alles wochenlang, mit kalten Fingerspitzen, bei minus 25 Grad. Also Kälte macht schon irgendwo high im Laufe der Zeit, wenn man zu viel abkriegt. Während halt man sagen kann, dass Geologen im Laufe der Zeit versteinern und Biologen verkalken, bleibt man in der Kälte einfach frisch. Nebenan ist es weniger kalt. Das Labor ist durch eine Glasscheibe vom Eisraum getrennt. Hier werden die Treibhausgase aus den Luftblasen analysiert. Eines der Ergebnisse? Die Konzentrationen von Methan und Kohlendioxid sind erst seit der Industrialisierung dramatisch angestiegen. Und so viel Kohlendioxid wie heute gab es in den letzten 400.000 Jahren nicht. Die Forscher suchen auch nach Spurenstoffen wie Ammonium oder Sulfat. Dazu wird das Eis geschmolzen und das Schmelzwasser zur Analyse ins Warmlabor gepumpt. Spurenstoffe geben wichtige Hinweise auf vergangene Umweltkatastrophen. Hohe Ammoniumwerte zum Beispiel zeigen den Wissenschaftlern, dass große Waldbestände verbrannt sein müssen. Die Schwefelverbindung Sulfat wiederum verweist auf Vulkanausbrüche. Immer wieder haben die Eisproben Überraschungen für die Wissenschaftler parat. Man hat zum Beispiel vermutet, dass der Wüstenstaub, den es ins grönländische Eisschild trägt, dass der aus Nordamerika oder auch aus der Sahara kommt hauptsächlich. Und hat jetzt aber über isotopische Analysen und auch über Analysen der Mineralogie festgestellt, dass die asiatischen Wüsten die Hauptquellen sind für den Wüstenstaub, den man in Grönland findet. Staub aus der Wüste Gobi in Grönland. Die Forschungen zeigen, wie komplex der Zusammenhang zwischen Ozeanen und Atmosphäre ist und wie viele unterschiedliche Prozesse das Klimasystem beeinflussen. Für absolute Vorhersagen ist es noch immer zu früh. Doch mit jedem Meter Eis kommen die Wissenschaftler der Lösung ein bisschen näher.
unsere oder meine Hoffnung ist eigentlich die, dass wir aus dem Studium der Prozesse und der Veränderungen in der Vergangenheit, dass wir unsere Modelle für das Klima verbessern können. Und wenn wir unsere Modelle für das Klimasystem verbessern können, und das heißt, dass wir alle wirkenden Prozesse verstehen und dann auch in mathematische Formeln umsetzen können, dann werden wir wohl in der Lage sein, unsere Prognosefähigkeit für künftige Entwicklungen des Klimas unter den veränderten Randbedingungen, also mehr Treibhausgase beispielsweise, vorherzuberechnen. Es ist der Tag der Gipfelbesteigung. Die letzten 1200 Höhenmeter auf dem höchsten Berg der Antarktis, Mount Wenzel. Wir stehen hier auf dem Gipfelplateau, genau unterhalb der Spitze, die hier hinter mir ist. Es ist die kleine Kuppe ganz links auf diesem Grat. Wir werden jetzt zuerst den Pass besteigen und dann dem Grat folgen. Geschafft. Auf dem Gipfel bläst ihnen ein eisiger Wind ins Gesicht. It's 34 below without wind chill. 34 below? Yep. Wow! What a place! Wie wird sich das Klima auf der Erde entwickeln? Im Schnee von vorgestern suchen die Forscher nach den Prognosen für morgen. Sie haben gelernt, dass das Klima wilde Kapriolen schlagen kann und nicht auf ewig festgefügt ist. Immer wieder in der Erdgeschichte haben kleinste Veränderungen ausgereicht, um aus Wäldern Wüsten zu machen oder halbe Kontinente zu vergletschern. Was passiert wirklich, wenn die Temperaturen in der Antarktis um ein paar Grad steigen? Kann der menschengemachte Treibhauseffekt eine Klimakatastrophe auslösen? Wir wissen es nicht. Aber die Bohrkerne aus dem Eis Grönlands und der Antarktis haben uns gezeigt, wir müssen alle Wirkmechanismen verstehen, die unser Weltklima menschenfreundlich halten.